Stell dir vor, da gibt es dieses unglaublich wichtige Informationsvideo, aber für dich gibt's keinen Ton. Oder was würdest du verstehen, wenn dein Navi plötzlich nur wirre Zeichen und undeutliches Gemurmel wie... Bitte beachte den faktischen Verwaltungsakt in Form einer Allgemeinverfügung nach § 35... sagen würde, statt dass du jetzt wieder überholen und die Geschwindigkeit anpassen kannst. Und wie würdest du dich fühlen, wenn du im Internet vor der Suchmaschine sitzt und auf einmal keine Möglichkeit mehr hast, auf Suchen zu klicken? In diesem Moment müssen unzählige Menschen solche Erfahrungen machen, nämlich immer dann, wenn sie auf digitale Barrieren treffen. Einfach einen Arzttermin buchen oder bei der Bahn einen Erstattungsantrag stellen. Nicht möglich. Die Steuererklärung online machen oder mit der eID sich einfach nach deinem Umzug barrierefrei online ummelden. Keine Chance. Und wie würdest du dich fühlen, wenn dich die Hinweise am Warntag nicht erreichen können, weil sie nicht digital barrierefrei sind? Keine Teilnahme am Warntag und damit am Bevölkerungsschutz. Auskünfte über Gesetze und Erleichterungen in der Inflation und Energiekrise. Überall erschweren Barrieren das Leben oder grenzen Menschen aus. Wer davon betroffen ist? Über 30% der Bevölkerung. Denn es trifft nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung, sondern auch alte Menschen oder Menschen, die nur vorübergehend beeinträchtigt sind. Digitale Barrieren können jedem im Weg stehen. Ist dir bewusst, dass Menschen mit Beeinträchtigung das Internet häufiger nutzen als Menschen ohne Beeinträchtigung? Für Hör- und Sprachgeschädigte beispielsweise ist ihr Smartphone wichtiger Bestandteil der täglichen Kommunikation. Bei akustischen Inhalten werden diese aber häufig ausgeschlossen. Helfen würden hier schon Untertitel oder idealerweise Gebärdensprache. Wie sieht's bei dir aus? Kommen Hörgeschädigte auch wirklich zu allen Informationen auf deinem Webauftritt? Menschen mit Sehbeeinträchtigung kann das Internet den Zugang zu Informationen so einfach wie nie zuvor machen. Ein Screenreader wandelt Bildschirminhalte in Sprache um oder gibt sie auf einer Braillezeile aus. Also eine Art Zusatztastatur, die eine Schrift erzeugen kann, die von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung gelesen werden kann. Das ist ziemlich cool, funktioniert aber auch nur dann, wenn die besuchten Webauftritte barrierefrei gestaltet sind. Kann man auf deinem Webauftritt auch schon problemlos navigieren? Erfährt man, was in Bildern, Grafiken und Videos dargestellt wird? Kann auch ein sehbeeinträchtigter Mensch Formulare ausfüllen? Die vielen Hilfsmittel zur uneingeschränkten Nutzung sind beeindruckend, funktionieren aber auch nur dann, wenn deine Seiten darauf ausgelegt sind. Und übrigens, Barrierefreiheit nutzt allen Menschen. So wie ein Aufzug nicht nur Menschen mit Gehbeeinträchtigung hilft, sondern auch alten Menschen und Eltern mit Kinderwagen, so profitieren von einem Webauftritt mit einfacher Navigation und Texten in leichter Sprache auch Menschen mit Lern-, Lese- oder Sprachschwierigkeiten, sowie temporär beeinträchtigte Menschen und jene, die sich grundsätzlich im Internet schwer tun. Wie sieht es mit dem Webauftritt deiner Behörde aus? Seid ihr schon barrierefrei? Nein? Dann sollte dir jetzt bewusst werden, dass es sich hier nicht um eine freiwillige Option handelt, sondern dass dies bereits seit über 20 Jahren gesetzliche Pflicht ist. Es ist also an der Zeit, diese gesetzliche Pflicht umzusetzen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also, du weißt, was jetzt zu tun ist. Mach deine Behörde auch online barrierefrei. Du hast noch Fragen oder benötigst Hilfe bei der Umsetzung? Auf den Webauftritten der BFIT-Bund und den Überwachungsstellen der Länder findest du alle wichtigen Informationen.